Hallo meine Freunde und willkommen hier zurück zur nächsten Folge hier von Horizon Zero Dawn, wo wir ja in der letzten Folge erfolgreich die Lager geplündert haben. Und hier haben wir erstmal einen Datenpunkt. Genau, immer dasselbe. Dasselbe. Ach, hier habe ich noch eins. Okay. Ja, hören wir uns mal gerade an. Okay, doch nicht. Wir müssen uns lesen. Okay. Aha, okay. Ah, okay. Hier. Ist das immer so viel? Jetzt weiß ich auch, warum ich hier noch ein Fragezeichen hatte. Irgendwo habe ich noch eins. Hier unten, ja. Beobachterergebnisprotokoll. Okay. Ah, okay. So, und hier habe ich doch auch schon wieder ein Fragezeichen. Der Graser. Okay. Flieht, wenn er erschreckt wird, führt vorher aber durchaus noch einen Angriff mit seinen Hörnern aus. Ja, Schwäche keiner, Stärken keine. Ja, das ist toll. Ich liebe es, wenn es da steht und es heißt, Schwächen keine und Stärken keine. So, genau, die Verdorbenen. Schwächen sind Feuer, okay, und Stärke ist die Verderbnis. Ja, genau. Ja, müssen wir mal gucken. Also die Verdorbenen, ich glaube, die sollten wir ja mittlerweile im Griff haben. Da dürfte ja nichts mehr kommen. Hoffe ich. So. Was haben wir hier noch? Moment, hier leuchtet es noch. Erstmal hier den Fokus aus. Ah ja, hier. Trümmer durchsuchen. Eh. Ein altes, helles Armband. Okay. Gut. Egal. Was haben wir dort noch? Eine Pflanze. Jawohl. Gut. Nee, da würde ich nämlich jetzt sagen. Machen wir uns jetzt auf den Weg, weil wir sollen ja das Banditenlager in Teufelsdurst uns zu Gemüte führen. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Was ist denn hier? Oh, noch mehr Trümmer. Mensch. Altes Gefäß, USRC. Okay. Auch wieder ein. Okay, ein Set habe ich hier gefunden. Cool. Altes Gefäß. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war, trägt die Aufschrift Miriam Sets von allen Gefäßen. Was können Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden? Okay, und hier ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer, ach so, trägt die Aufschrift USRC. Sets von alten Gefäßen können in Meridian. Ja, genau. Okay, das kennen wir ja schon. Gut, also heißt es, wir müssen auch diese Gefäße sammeln. Ja, toll. Und der Rest kann ich nie mitnehmen, weil. Ach ja, weil ich einfach vollgeklumpt bin. Ich muss auf jeden Fall sehen, wo ein Händler ist. Dann muss ich da mal was loswerden. Weil wegen. Vollgemüllt und so. Aber hier, das nehme ich alles noch mit. Ein paar Pflanzen auf dem Weg ist nie verkehrt. Und es schüttelt so scheiße nach. so. Oben sind noch mehr Pflanzen. Solange mich gerade nichts angreift, bin Das ich brauche ganz ich froh. später noch. Naja, das glaube ich dir. Was du nicht alles brauchst. Oh, ein Wächter. Metallscherben, ja, warum nicht? Gib her. Gib her den Rotz. 900 Meter, na mal gucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, es wird wahrscheinlich wieder mal nicht ganz so einfach werden, das Banditenlager zu infiltrieren, denke ich. Weiß es nicht. Oh Gott, je. Ich sehe doch da schon wieder sowas. Oh Gott. Was warst du noch gleich? Feuerbrüllrücken. Ah Gott, ich hasse sie. Nein, danke, diese Feuerbrüllrücken. Ich mag sie nicht.
Okay, da ist noch was. Oh. Und der Sie. Bitte seht mich nicht. So. Nee. Ich glaube, ich gehe mal in Deckung. Bisschen. Weil ich nicht weiß, das ist doch dieses andere Teil. Warte mal, wie ist es noch gleich? Oh Gott, nein. Das Sägezahn. Oh nein. Komme ich an denen vorbei, ohne mit denen kämpfen zu müssen? Das wäre schön. Weil. Weil das ist ein Kampf, den will ich heute nicht kämpfen. Nein, danke. Zumal ich nicht weiß, was mich auf der anderen Seite dort hinten erwartet. Schnauze. Ihr seht mich nicht. Ich bin ja nicht da. Geht nur einfach weiter. Vor allem, das sind zwei der mitstärksten Gegner momentan. Also wenn die beide mit einmal auf dich drauf gehen, dann bist du platt. Ganz knapp. Das kannst du vergessen. Also da kannst du eigentlich nur noch. Da kannst du eigentlich bloß erwarten, bis du tot bist, weil die zerfleischen dich alle beide. Geh bloß fort. Wie ist das überhaupt? Habe ich von diesem Feuerbrüllrücken, habe ich denn da mittlerweile mal eine Notiz, was der da, Feuerbrüllrücken. Ah ja, klar, Eis. Hä, toll. Ja, ich müsste es herstellen können und kann ich es noch nicht. Das ist ja das Traurige gerade. Tränke kann ich herstellen, ja. Aber es nützt mir nichts, ich kann auch keine Munition herstellen dafür. Weil dann wäre der leicht, wenn ich den, wenn wir Eis, irgendwas wie Eispfeile oder irgendwas. Oh Gott, nö, da hinten ist ja noch einer. Und hier ist wieder, weit und breit gehen Dingen so. Schnauze. Ah, hier kommt wieder was. Ach ja. Oh Gott, noch ein Feuerbrüllrücken. Nö, danke. Ich bin gar nicht da. Toll. Und natürlich müssen wir dort lang. Ist schon klar. Ihr seid aber bescheuert. Warum? Alter, warum ist denn dieses Spiel nur so kackenscheiße? Hab ich das jetzt gesagt? Ich meine natürlich so, so intelligent geformt. Toll, toll. So, Gott, ein Wächter. Ach Gott, natürlich noch ein Wächter, ne klar. Was auch sonst? Man hat ja sonst nicht wirklich zu kämpfen mit irgendwas. Nö, nö. Na klar, noch Wächter. So, das heißt also, wir müssen jetzt notgedrungenerweise. Oh, wow. Okay, der Feuerbrüllrücken kann also auch ganze Bäume auswurzeln irgendwie. Ah ja, der guckt jetzt in meine Richtung. Da kann ich nicht gehen. Das heißt, warten wir mal. Komm, mein Freund, geh wieder zurück. Geh wieder fein in die andere Richtung, dann siehst du mich nämlich nicht. Ach, scheiße, der andere guckt ja auch noch. Ah, ich hasse das. Komm, Wächter, verpiss dich, komm. Zieh Leine. Geh deine Patrouille da hinten hin. Los jetzt. Ich will weiter. Geh doch. Oh Gott, noch ein Wächter. Die Wächter würde ich ja noch kriegen, aber den da hinten, auf den habe ich keinen Bock. Siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Danke.
Bin schon weg. So, wo ist er denn jetzt? Da hinten ist ein Feuerbrüllrücken, da ist noch ein Feuerbrüllrücken. Wo ist denn der verschissene Wächterschwitter denn? Da, nee, hä? War hier nicht ein Wächter? Irgendwie? Ach so, wir müssen ja eh in die Richtung. Moment, jetzt müssen wir gerade gucken. Ach so, wir laufen. Ah! Ja gut, wir könnten allerdings auch die Richtung da hoch einschlagen. Vielleicht auch eine Idee, oder? Gehen wir den anderen aus dem Wege. Hoffe ich. Bin ich jetzt richtig? Nö, natürlich nicht. Ich gehe natürlich genau in die Richtung, wo ich gar nicht hin soll. Ich soll hierher. Hochwärts. Da hier oben ist doch die Straße, dass wir da hingehen. Dann sollten wir vielleicht. Oh Gott. Warum müssen jetzt hier unbedingt Graser sein? Dein Ernst, das Huhn, da sind die Graser. Gut, das heißt, wenn ich jetzt weiter hier nach links gehe, sollte ich das wieder ausmerzen können. Hoffe ich. Bitte lass mich in Ruhe. Ein Lagerfeuer habe ich entdeckt, das ist schon mal gut. Ach ja, das ist hier vorne, okay. Wow. Nein, also ich glaube, ich sollte denen da nicht helfen. Weil das geht für mich nur böse aus. Nee, nee, mach dir mal. Ich bin da mal weg. Ich war nie da. Ja? Jungs, also ihr kriegt das schon hin, oder? Ah, hier ist das Lagerfeuer. Kann ich da fix hin, ohne. Bitte, 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 bitte. Danke. Dankeschön. Mach dir mal. Oh Gott. Oh Gott. Läufer. Ach ja, es sind ja bloß so 500 Meter, also wir haben es doch gleich. Ja, stimmt, hier sind das Läuferareal schon wieder. Ach Gott. Ja, natürlich muss ich auch noch da durch. Ach Mann. Irgendwie war ich doch hier schon mal, oder? Täuscht mich das. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach gar nicht. Ich bin nicht da, ich war noch nie hier und ich werde auch nicht da sein. Wenn ich jetzt, Moment, wie ist denn das jetzt, wenn ich darüber gehe, komme ich da? Und da haben wir dann die Wächter. Das Wächterareal. Ach, Manu. Ach nee, ich war noch nicht hier, ne? Merke ich gerade. Aber gut, da kann ich das Läuferareal wenigstens mal. Genau. Das Ich Areal. kann den neuen Tag förmlich riechen. Mal entdecken, dann ist das gut. Dann habe ich die erforscht. Und da hinten steht ein Graser, glaube ich, ne? Oder ist das ein Graser, ein Läufer? Ne, keine Ahnung, hinten stand irgendwas. Da hinten scharrte irgendwas. Wenn ich jetzt wüsste, dass die mich nicht sehen, dann würde ich jetzt durchlaufen. Aber ich habe das Gefühl, sobald ich loslaufe, einer von denen dreht sich eh rum. Da kannst du drauf wetten. Oder? Ja doch, der da. Der hier vorne. Der könnte mir Probleme machen, weil er was sieht. Ah ja, gut, jetzt. Voll die bedrohliche Musik, weißt du? Da kriege ich schon wieder Herzrasen, weil ich dachte, jetzt hat mich einer erkannt.
Aber fast geschafft. Oh. Naja, gut, was heißt geschafft? Noch gar nichts habe ich geschafft. Los geht's. Ihr seht mich nicht. Ich bin nicht da gewesen, Leute. Was ist da drüben eigentlich? Ich glaube, ich war hier schon mal, oder? Ach nö. Ach nö. Da drüben Feuerbrüllrücken. Ach nee. Ich glaube, mit der Scheiße muss ich mich demnächst auch noch anlegen. Ich ahne es. So, aber ich bin richtig, ne? Genau. Am Lagerfeuer vorbei und dann dort hoch. In der Hoffnung, dass jetzt... Ja. Natürlich. Na klar, muss ich durch einen Läuferareal. Nö, das war doch klar. Also, es wäre ja was ganz Komisches, wenn das nicht passieren würde. Aha, nie, oder? Ist das euer Ernst? So, wo muss ich denn wohl jetzt lang? Da lang, ne? Immer schön durch die Gebüsche hier durch. Weil dann habe ich immer mal noch ein bisschen Sichtschutz. Und vor allem jetzt regnet es auch noch so beschissen. Da sieht man ja so viel. So, hier erstmal rein. Hier drüben sollte mich keiner sehen. War da jetzt? 400 Meter. Das Problem wird, die Läufer werden ja, glaube ich, ein Problem geben. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Ich dürfte jetzt gar nichts kommen, ne? Erstmal ein paar Minuten. Hoffe ich. Rein theoretisch sollte jetzt hier nichts kommen. Das erste, was jetzt rüberkommt, ist das scheiß Läuferareal, wo ich noch durch muss. Das macht mir noch so ein bisschen Sorge. Aber auch das sollten wir schaffen. Könnte nützlich sein. Ja, aber ganz schön bitter. Irgendwann, ja. Jetzt kommt erstmal das Lagerfeuer. Okay. Ich weiß gar nicht, aber das Lagerfeuer habe ich schon gut. Das ist schon mal gut, aber dann war ich doch bei den Läufern schon mal, oder? Täuscht mich das jetzt? Hab ich die Läufer noch nicht gehabt? Keine Ahnung. Wir müssen wohl lang hier lang? Ja. Okay. Oh Gott. Ja. Es war ja zu erwarten, dass genau dort die scheiß verfranzten Läufer stehen. Und hier hast du natürlich... Wir müssen ja sogar da hinten lang. Damn it. Und was ist, wenn ich jetzt hier lang laufe? Mal gucken. Probieren jetzt mal gerade eine andere Route. Vielleicht kann ich die jetzt umgehen, wenn ich jetzt hier lang laufe. Was ich zwar irgendwie nicht ganz glaube, weil ich glaube, dann wird hier irgendwas wieder auf mich warten. Man kennt es. Wäre aber schön, weil da hätten wir es. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, weil theoretisch sollte hier nichts sein. Auf dem Pfad. Laut Karte. Zumindest. Ein fetter Truthahn. Es war ein fetter Truthahn. Kein Platz. Ja, schade. Das ist aber schade. Ich wollte so gerne diesen schönen, leckeren Truthahn mitnehmen. Ich habe die Knochen mitgenommen. Das ist schon mal verdammt viel wert. Was? Wo muss ich hin? Da runter? Wartet mal.
Komme ich da jetzt nicht, wenn ich hier außen rum laufe? Natürlich. Komm, ich laufe jetzt hier außen rum. Da bin ich wenigstens sicher. Ich denke, jetzt hier müsste nichts mehr kommen. Ah, ich sehe die Brücke doch schon. Da können wir ja für die nächste Folge schon die nächste Quest annehmen, hoffe ich. Wenn jetzt hier nicht irgendwas Unverhofftes dazwischen kommt. Val hat von einem Banditenlager gesprochen. In einer Metallruine. Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Ach so, deswegen sollte ich also da hinten rum, ne? Aha, okay. Ach Gott, ja, okay. Toll. Und ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus, wir sollen dieses Banditenlager zu Kleinholz verarbeiten. Richtig mal. So, ja, es kommt mir ganz, ganz gut gelegen. Aber ich verstehe nicht, wo er mich jetzt hinlocken will. Weil da muss ich ja durch das Banditenlager um zu. Ich habe irgendwie so ein bisschen Befürchtung. Das ist doch scheiße gerade, wo ich hier lang laufe. Manchmal ist die Streckenführung nicht so schön. Da ist das Banditenlager. Ah ja, und ich soll dahin, okay. Jetzt weiß ich, wo ich muss über die Brücke. Es geht ganz schön schnell. Ich muss irgendwie über die Brücke rüber, glaube ich. Warte mal, Banditenlager ist da. Moment, wenn ich jetzt hier. Ja, genau. Theoretisch soll ich über die Brücke, aber. Nee. Oder sehen die mich da? Keine Ahnung, wir probieren es. Mehr wie sterben kann ich ja gleich nicht. Ich hoffe ja mal nicht, dass die mich sehen. Nee, ist klar. Da gehe ich mal lieber nicht lang. Weil die Brücke führt genau bei den Banditen vorbei. Da leuchtet was Blaues. Ich bin weg. Ich bin weg. Wir sehen. Macht's gut, Jungs. das war keine gute Idee. Richtig. Das heißt also, wir müssten. Ja, toll. Haha. Witzig, ich komme ja gar nicht anders. Oder warte mal, gibt's hier irgendwie einen Überweg? Erstmal, wo ich hochkomme? Ja, da unten. Toll. Scheiße. Machen wir zwar jetzt einen etwas größeren Umweg, aber der ist mir sicherer als wie da jetzt lang zu laufen. Ich glaube, die Banditen, die würden sofort zuschlagen. Nicht so rennen, mein Fräulein. Laufen. Ducken. Das ist vielleicht für uns gar nicht mal so verkehrt. Ah, so ist es fein. Jetzt sollten wir ja dort entkommen. In der Hoffnung, dass ich weiß ganz genau, was auf uns wartet in der nächsten Folge.
Ich weiß es hundertprozentig. Ach so, hätte ich da lang kommen können? Ohne dass die hätten mich. Mal abwarten, ob sich wieder ein Sturm zusammenbraut. Ja. Oh, was liegt denn da Schönes? Hier ist auch irgendwie eine ganze Menge kaputt gegangen. Ach, Trümmer. Und das nächste Gefäß, wie cool. Wie cool ist das denn bitte? Sammelobjekte, da. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den alten lieb und teuer war, zeigt eine seltsame fliegende Maschine. Sets von... ja, gut. Okay, das haben wir ja. Das wussten wir ja schon. Dass die in Meridian sehr, sehr viel wert sein können. So, mit ihm soll ich jetzt reden, oder was? Ja, okay. Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Sieh mal, die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenclan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Ärger. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutdurstige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten den Kerlen seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen? Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Okay, dann kennen wir ja jetzt unsere nächste Aufgabe, ne? Ja, ich würde sagen, das nehmen wir uns aber für die nächste Folge vor, meine Freunde. Ich muss einfach mal gucken, wo ich anfange, wie ich anfange. Müssen wir uns angucken. Das gucken wir uns aber wirklich in der nächsten Folge an. Ja, bis dahin würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Einschalten, dabei sein. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin, ja, euch noch einen schönen Abend. Und vergesst nicht, aktiviert die Glocke hier unter dem Video, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Und in dem Sinne, euch einen schönen Abend. Bis später. Haut rein. Ciao.